Hier. Wie viel kosten das? 200 zurück. World of Warcraft Monopoly. Wir dachten uns, wir zeigen euch mal, was so der Unterschied da ist. Zum einen erkennt ihr das schon an den Figuren beispielsweise. Da habt ihr so einen kleinen Murloc oder aber einen Kernhundwelpen oder einen Ruhestein. Das sind alles aus diesem metalleren Material. Oder Thralls Hammer. Oder ganz besonders sympathisch, ein Stiefel. Ein Stiefel. Ja, oder ich finde den Mechagnom eigentlich ganz super süß. Hier. Also da sind die schon relativ anständig. Im Vergleich auch, ich habe hier von einem älteren Spiel noch Figuren, die sind auch schon etwas angelaufen. Die sind ein bisschen billiger produziert gewesen, muss ich dazu sagen. Da gab es dann halt so Klassiker wie Schuhe, Hüte, Autos, einen Regenschirm oder sowas, eine Kanone. Dann kommen wir mal zu dem Spielfeld. Da sieht man ja, die Farbcodes sind alles im Prinzip die gleichen. Das heißt, man könnte sich jetzt immer noch denken, Orgrimmar, da hinten ist die Schlossallee. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, einmal meint Olli das schon, die Bilder auf den, also die kleinen Bilder, die Region zeigen, sind ein bisschen verwaschen, das erkennt man nicht gleich. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass es beispielsweise nicht drei Städte einer Region gibt. Beispielsweise aus Durotar dann halt Orgrimmar und der Klingenhügel und so solche Geschichten, sondern dass es halt unterschiedliche Bereiche sind, die zwar sich relativ nahe liegen, aber nicht irgendwie zu einer Region gehören. Ich fände, hätte das ein bisschen zum ursprünglichen Monopoly besser gefunden, wenn es da, ich denke, wie damals drei Straßen gewesen sind. Bezieht sich auch so ein bisschen auf Level. Also hier sieht man ja zum Beispiel Elwin und Dorota, also sozusagen zwei Einsteigergebiete, liegen sozusagen zusammen. Oder halt Sturmwind und Orgrimmar, die beiden Hauptstädte. Oder Schattenholand halt für Level 85. Also das andere, Vashir und Hyal sind ja auch aus der Region. Das ist hingegen wieder ganz hübsch, finde ich. Dann haben wir natürlich auch hier diese hübschen Ereigniskarten, die dann dementsprechend nach WoW-Design gestaltet sind. Da gibt es dann einmal die Schatztruhen und einmal die Fragezeichen für die Quests, aber natürlich unterscheidet sich das alles nicht sonderlich großartig von den ursprünglichen Ereigniskarten. Und natürlich zahlt man in Gold. Also, liebe Zuschauer, das ist ein Goldstück, Schein. Ja, auf jeden Fall im Werte von. Ne? Hier haben wir 500 Gold mal zum Vergleich. Ist natürlich, hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können. Das ist hier relativ lütiges Papier. Aber ich das find, kennt man auch vom normalen Monopoly. Was ich ja hübsch finde, ist, dass da Charaktere drauf sind. Beispielsweise auf dem 50-Goldschein Silvanas oder auf dem 100-Goldschein Varian Vryn. Auf dem 500er ist natürlich Thrall drauf. Wobei er ist ja eigentlich nicht mehr so wirklich der Anführer. Nun gut. Er wird es immer sein in unseren Herzen. Ja. Punktum. Und da gibt es natürlich noch einen Unterschied mit den Gebäuden. Der Olli hat das Haus. Das Haus sieht aus wie ein Haus, selbstverständlich. Ja, dann sieht aus wie im Wald von Elwin, die Dinger, ganz normale Menschenhäuser. Dann haben wir hier noch das Hotel, das ist ein Turm. Ist ganz hübsch, finde ich. Ich finde übrigens die Auswahl ein bisschen rassistisch im WoW-Sinne, weil das sind alles menschliche Gebäude. Hier haben wir übrigens das Original. Und keine orkischen, ne? Also, stimmt, ja. Ganz ehrlich, mit Thralls haben wir mir so ein Menschending dahinzustellen. Nee, danke. Wie kann man sowas denn tun? Echt? Und dann gibt es hier noch diesen spaßigen Extrawürfel für ein schnelles Spiel, was ich bis jetzt noch nicht kannte, bis zu dieser Ausgabe von Monopoly. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise den Bus würfelt, dann kann man Augenzahlen multiplizieren, damit man halt schneller um die Karte rumkommt und auf bestimmte Felder vorrücken. Und was ist eure Meinung zum WoW Monopoly? Also ganz ehrlich, wenn ich nicht schon zwei im Schrank hätte, würde ich es mir doch schon kaufen. Also ich kann über die etwas verwaschenen Grafiken hinwegsehen, weil das mit den Püppis ist schon einfach sehr nett gemacht. Und ja, ist einfach Warcraft, ne? Von daher, ja, ich würde es schon kaufen. Ja, also im Prinzip finde ich es eigentlich auch sehr, sehr gut gemacht. Es ist mir nur so ein bisschen zu lieblos, dass ich es mir jetzt unbedingt kaufen müsste, vor allen Dingen, wenn ich schon Monopoly da zu Hause im Schrank stehen habe. Wer jetzt noch gar kein Monopoly hat oder irgend so eine Uralt-Ausgabe, wo schon das Ding total zerfällt ist, der kann sich das natürlich holen. Aber so noch dazu kaufen, also höchstens, wenn ich jetzt so ein WoW-Sammler bin, der irgendwie alles braucht, wo WoW draufsteht, dann kann man sich das, glaube ich, holen, meiner Meinung nach. Ich würde es auf jeden Fall spielen fürs Warcraft-Gefühl, weil das kommt echt gut rüber, dadurch, dass man auch die ganzen Namen hat und so weiter und auch mit dem Gold bezahlt und nicht nur mit Geld. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, aber das ist bei allen Monopoly-Spezialversionen so, dass man diese alten Felder hier noch hat mit über Losgehen und ins Gefängnis und frei parken vor allem, was es ja bei WoW jetzt ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Aber es ist ganz nett. Kaufen würde ich es mir nicht, würde es nicht gegen Star Wars Monopoly tauschen, ganz ehrlich.
Ja, aber wer es noch nicht hat, noch kein Monopoly hat, der kann auf jeden Fall zugreifen, denke ich mal. Ich habe ja just das Doctor Who Monopoly gekauft, aber auch dem Warcraft Monopoly bin ich nicht abgeneigt, denn es ist meines Erachtens nach ganz hübsch und zeigt auch das, was man so aus dem Spiel kennt. Natürlich handelt man im Spiel nicht mit Häusern und Straßen, aber ich finde es eigentlich ganz nett gemacht und außerdem wird es echt Zeit, dass ich diese hässlichen alten Sachen loswerde, insbesondere die alten 2000-Mark-Scheine. Sehr gut. Auf dem Fall würde ich es mir zulegen und unsere User müssen es sich nicht zulegen, denn wir verschenken zwei davon. Und was ihr dafür machen müsst, das erfahrt ihr in der Newsstream-Video. Ja, und wir müssen jetzt mal weiterspielen, denn ich bin hier gerade im Knast und da brauche ich jetzt einen Rasch, weil ich will nicht schon wieder 50 Gold bezahlen und Mist! Verdammt! Bleibst du drin, hä? Ja, sowas aber auch.